willkommen bei den Tutorials zu Castlevania Lords of Shadow 2. Und ich heiße euch auch willkommen, generell zum Start eines neuen Projektes. Ich bin sehr gespannt, wie dieses Spiel sein wird. Der erste Teil hat mir schon sehr gefallen, hat riesigen Spaß gemacht und nachdem wieder geendet hat vom Epilog her, war ich natürlich enorm neugierig, wie dieser Teil sein wird. Denn wir sind jetzt kein Mitglied der Bruderschaft mehr, sondern wir sind Dracula selber. Ich weiß nicht, ob man im Lauf des Spieles erfährt, wie er zu Dracula wird, aber keine Sorge, das kann ich euch sonst auch sagen, erzählen. We can take it. God protect us. What a timely coincidence. I'm dying for a little drop of blood. Ich find's jetzt schon cool. Blocken ist im Kampf unerlässlich. Zur perfekten Zeit sind verheerende Gegenschläge möglich. LT, warte, ich muss erstmal gucken, wo LT ist. Links? Ist das vorne oder hinten? Hinten, okay. Und jetzt wiederholt X drücken. Versagt? Hä, was? So, LT halten zum Blocken. Und jetzt muss ich geblockt... Ach, ich hab gar nicht... Oh, ich hab A gedrückt. Ja, ich hab zu viel PlayStation in letzter Zeit gespielt, hä? So, jetzt hab ich das. Da kommen die Nächsten. Ich find das halt cool, dass wir halt im ersten Teil erst den Guten gespielt haben und jetzt halt den Bösen. Okay. Aua, wieso versagt? Muss ich jetzt allen ausweichen oder was? Und jetzt wieder so einer. Unblockbarer Angriff. Nee, ich will nicht. Ich will nicht. Ja? Hat doch funktioniert. Kann ich mich auch irgendwie heilen? Ist ja ganz gut. So ein bisschen Blut saugen oder so. Ich find's komisch, dass die, ich weiß nicht, so komisch auseinandergehen. Nein, ich bin nicht deiner. Ich gehöre dir nicht. Ich gehöre nur mir selbst. Ist ein bisschen hartnäckig hier. Ah, okay. Ah, er strauchelt. Ah, okay. Ja, gut. Ja, ja. Sauerei, ich hab mich dadurch nicht geheilt. Ich hätte mal gedacht, dass man sich durch so einen Angriff heilen würde, ne? So. Sind die Nächsten da? Verwende das leere Schwert, um deine Feinden Leben zu stehlen. LB. Okay. Das ist quasi, ja, Position von Lichtmagie. War auch irgendwie aktiviert gehabt? Ich weiß es nicht mehr. Es
zwar noch nicht so lange her, dass ich es gespielt habe, den ersten Teil, aber doch schon lang genug, um die Steuerung zu vergessen, ne? Jetzt habe ich aber Angst. So, verwende die Chaoskrallen, um Abwehr deiner... Okay. Das andere, um Leben zu stehen, das andere, um Abwehr zu schwächen. Beziehungsweise... Ah, nett. Au! Oh, der ist ja schon weg. So, gut. Erinnerung. Verwende dein leeres Schwert, um Leben zu stehen und deinen Chaoskrallen, um Abwehr zu durchbrechen. Das verbraucht sich natürlich jetzt auch. Gut. Gut, aber ich brauche ja keinen. Aua! Würdet ihr das bitte lassen? Danke. Achso, der ist das mit den Dings. Kann man bestimmt noch anders machen, ha? Ja, okay, die kann ich nur damit machen. Aua, aua. Lass das bitte, danke. Ja, warum sollte ich das machen? Ja, klar, lebe stehen, bla bla bla. Au. Meine Güte, ich will dir doch bloß ein bisschen deine Abwehr kaputt machen. Ist das zu viel verlangt hier? Haben wir mal kurz eine ruhige Minute, das ist ganz gut. Also mir gefällt es bis jetzt ganz gut. Von der Steuerung her, von der Kamerafahrt, ja, eigentlich auch. Bin mal gespannt, was Gabriel, aka Dracula, so alles kann. Was wir vielleicht noch lernen werden oder nicht. Und ich bin auch gespannt, ob wir hier in dem Spiel erfahren, wer zu Dracula geworden ist. Oder ob es nur mit dem DLC zusammenhängt, das es zum ersten Teil gibt. Das war eigentlich auch mit dabei. Ich wollte es euch eigentlich auch zeigen. Es waren zwei Stück. Einmal ein DLC mit Laura und dann eigentlich ist es eins, was dann halt zwei Kapitel beinhaltet. Die wird nämlich eine Verbündete von uns und wir machen uns auf, das eigentlich große Böse dann zu vernichten. Das war eigentlich auch ganz cool gemacht mit so Kletterpartien und Versteckpartien, aber auch sauschwer. Vor allem der Kampf gegen den Typen selber. Ich habe es im Endeffekt nur geschafft gehabt, weil ich es dann irgendwie auf leicht gestellt hatte. Ich habe normal gespielt und ich habe einfach überhaupt nichts hinbekommen. Das war mal richtig, richtig kacke. Und selbst auf leicht bin ich 10.000 Mal gestorben. Und dann war es einfach so, dass irgendeine Aufnahme futsch war. Und dann hatte ich keinen Nerv mehr gehabt, das nochmal zu machen, weil ich froh war, dass ich es überhaupt hingekriegt habe. Und ja. Man hat jetzt auch nicht so viel verpasst, sag ich mal. Aber man kann dadurch sehen, wo man lang muss. Das ist ja praktisch. Ah gut, aber meine kleinen gefiederten Freunde, genau. Fledermäuse sind jetzt gefiedert, falls ihr es noch nicht gewusst habt. Warte, runter. Genau, so. Und loslassen. Weil dieses ultimative Böse jedenfalls ist in der Gegend drin, wo du nur reinkommst, wenn du, ja... nicht du selbst bist. Also sagen wir mal so, du darfst nicht so rein sein, wie Gabriel es ist, ne? Und da hilft Laura halt ein bisschen. Is a man.
but a miserable pile of secrets. That will be your ruin. Oh, schön, schön. Das hab ich doch gern. Ich frag mich ja, wie viele Jahre vergangen sind zwischen ersten Teil und dem jetzt hier. Das frag ich mich wirklich. Und ja, die haben ganz schön aufgeheizt hier, ne? Also, ja, was soll ich sagen, außer dass ich mich konzentrieren will. Aua! Bin ich gut darin. Erzählen und konzentrieren? Nee. Bin auch so jemand, ich hau halt immer drauf. Anstatt, aua. Ich kann auch nicht mal mein leeres Schwert benutzen hier. Das reagiert nicht. Ist ja typisch. Oh, wo du mich kriegen willst, musst du erstmal hier. Meine Schergen. Aber an den kann ich mich wenigstens ein bisschen heilen. Nein, das ist mein Zuhause. Zerstört das nicht. Ist ja voll assi von euch. Oh. Jetzt habe ich jetzt springen sollen. Wo soll ich hin? Ich weiß es nicht. Ah, ich muss mich wahrscheinlich festhalten oder so. Ah, nein! Oh, verdammt. Hat gefunktioniert. Und zwar gar nicht. Scheiße, wie komme ich jetzt hoch? Aua! Ah, au, aha. Widme dich wieder dem Titan. Ach, das ist ein Titan. Ah, ja. Gut. Gut zu wissen. Dann springe ich da mal rauf. Hopp. Und hopp. Ich weiß nicht, wo ich mich da am besten festhalte auch, ne? Ach Mann, ich habe schon wieder zu früh gedrückt. Ach, herrlich. Ich kann das nicht. So Timing, ne? Timing ist nicht meins. Vor allem muss ich mal für mich die Musik leiser machen, weil die ist doch ziemlich laut auf den Ohren, muss ich sagen. Jetzt nur da festhalten. Okay, gut zu wissen. Jetzt aber. Meine arme Burg. Ah. Direkt weiterklettern. Oh, Gott sei Dank. Ich habe eigentlich schon dreimal gedrückt vorher. Gott. Geht das jetzt runter oder was? Oder ist das einfach nur mein Ziel gewesen? Kennzeichne den Weg. Brauche ich nicht. Okay. Huch.
und die anderen beiden. Ich habe das schon kapiert, ohne dass mir das noch extra gezeigt werden muss. So doof bin ich auch nicht. So, komm. Ah, guck mal, da sind weitere Punkte. Das hat ein riesen Spaß. Ah, ich freue mich jetzt schon. Warte. Ah. Warte. Aua. Dass ich da oben hin konnte. So, jetzt bin ich hier. Ha, da sind auch wieder Sachen zum kaputt machen. Gut zu wissen. Muss ich die kaputt machen oder er? Ach, guck mal, da haben wir ein paar Leute. Aua. So, dich erwische ich so. Mist, zu weit. Aua. Ich krieg das immer ein bisschen ab. Blöd. Man weiß nicht so recht, wo man aufhören sollte, ne? Also, wo man weg abhauen sollte. Oh, jetzt kommen schon wieder welche. Ach, verdammt, ich wollte ihn gar nicht. Ach, Mist, zu früh. Nähere dich der Stahlplatte, drücke zum Entfernen. Okay, gut. Die sind da schon. Ach Mann, ich drücke aus Versehen immer das zum Aktivieren. Come on, then. Wo lang? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Ich hab Angst. Ich hab Angst, wenn ich da lang gehe. Hä? Soll ich da einfach... Na, ich wollte doch gerade sagen, das bringt mich doch um. Warte kurz. Hier irgendwie lang? Ah ja, okay. Das könnte natürlich die Dinge erklären, ja. Wo muss ich lang? Ach, da oben hin. So, wieder ein paar Sachen zum kaputt machen. Aua. Dich erstmal weg.
du gehst weg. So. Gut, gut, gut. Wie weit müssen wir denn noch klettern?